In 3 Schichten am Tag, bei maximal 8 Tauchungen pro Stunde, wird hier in der neuen Feuerverzinkerei der Firma Obo Bettermann in Menden mit Hilfe hochmoderner Schäfer-Fördertechnik verzinkt. Begleiten wir eine Traverse mit zu verzinkendem Material, um die Funktionen und Arbeitsschritte an den einzelnen Stationen der Verzinkungslinie zu sehen, aber vor allem auch die Komplexität der Anlage, das Zusammenspiel der Schäfer-Kran- und Förderkomponenten. An einer der insgesamt 6 Hub-Senkstationen wird das zu verzinkende Material händisch an die Traverse angebracht. Je nach Art und Größe der Schwarzware lässt sich die Arbeitshöhe der Traverse einstellen. Ist die Traverse komplett aufgerüstet, erteilt der Bediener am Terminal den Abholauftrag mit Vorwahl der Vorbehandlungsrezeptur. Einer von 2 Verteilerkranen kommt, zuvor hat er eine leere Traverse aufgenommen. Nachdem er nun die Schwarzware mit der dafür entsprechend konstruierten Volltraversenkatze mit einer Tragfähigkeit von 6,4 Tonnen aufgenommen hat, legt er die mitgeführte leere Traverse zur erneuten Bestückung an dieser Hubsenkstation ab. Das geht alles sehr schnell. Dafür sorgen auch die Schnellwechseltraversen mit Automatikfangsystem und Bolzenverriegelung. Nach der Zwischenlagerung auf einem der 50 Standspeicher ist es wieder der Verteilerkran, der die Schwarzwarentraverse dann der Vorbehandlungslinie zuführt, indem er diese auf einen Kettenförderer ablegt. Dieser fördert, wie der Name schon sagt, die Traverse aus dem Wirkungsbereich des Verteilerkrans unter den einer Schäfer-Hängebahn. Hier wird die Schwarzware von einer von 4 Fahreinheiten aufgenommen und unmittelbar in die gekapselte Einhausung zur Vorbehandlung des zu verzinkenden Materials transportiert. Dabei passiert die Traverse die Konturenkontrolle, die das ordnungsgemäße Anbringen der Stahlteile prüft und damit den fehlerfreien vollautomatischen Weitertransport garantiert. Innerhalb der Einhausung erfolgen nun die erforderlichen Tauchungen, Entfetten, Beizen, Spülen und Fluxen. Die Fahreinheiten der Monorailbahn operieren dabei auf engstem Raum, unterstützt durch die bewährten Schäfer-Drehweichen und oberhalb der Einhausung geschützt durch die säurebeständigen Dichtlippen. Die Bediener der Anlage sind dabei jederzeit mit Hilfe des Prozessleitsystems über alle Zustände informiert, Rezeptur, Tauch- und Liegezeiten. Auch die Transportbewegungen werden durch die Visualisierung auf den Bildschirmen der Terminals mit Hilfe des Schäfer-Softwarepaketes sicht- und nachvollziehbar. Nach der Ablage der Traverse mit dem fertig vorbehandelten Material im Trockner fährt die freie Fahreinheit auf der Hängebahn weiter, um die folgenden Schwarzwarentraversen zu übernehmen und der Vorbehandlung zuzuführen. Im Trockner ist ein weiterer Kettenförderer, der die Traverse mit dem Material zum nächsten Kreislauf transportiert, der Verzinkungslinie. Auf dieser Hängebahn sind 3 Fahreinheiten im Einsatz. Diese verfügen über ein Rüttlersystem, das beim Verzinkungsprozess für noch optimalere Qualität sorgt. Die Fahreinheiten transportieren nun die Traversen in den Zinkofen. Der eigentliche Zielpunkt ist nun erreicht. Die Schwarzware wird bei gut 450 Grad Temperatur verzinkt. Der Bediener des Zinkkessels kann mit Hilfe der Funksteuerung den Verzinkungsprozess händisch durchführen. Er hat somit auch Einfluss auf die Ausziehgeschwindigkeit der Traverse und damit auf die Qualität der Verzinkung. Die Schwarzware ist jetzt Weißware und wird mit der Fahreinheit in Richtung Passivierungsbecken weiter befördert. Das Material kühlt ab und wird auf einen von 2 Kettenförderern abgelegt, die jeweils vor den Nachbehandlungsbecken positioniert sind. Mit dieser bewährten Fördertechnik gelangt die Traverse real und visualisiert erkennbar in den Aufnahmebereich der Passivierungskrane. Diese Brückenkrane mit einer Tragfähigkeit von 2x 3,2 Tonnen zum Transport sowie Ein- und Auftauchen der Traversen in den Nachbehandlungsbecken legen die Traversen dann auch direkt auf den nächsten Kettenförderer ab,
der die Weißware dann in den Bereich eines der zwei Verteilerkrane zurückführt. Das Finale, fast. Trotz des vollautomatischen Ablaufes des Verzinkungsprozesses kann es durch Unterbrechungen, Ausfall von Mitarbeitern bei den Auf- und Abrüststationen, Schichtwechseln oder Handbetriebseinsätzen durchaus zu Unregelmäßigkeiten im Durchlauf kommen. Wieder spielen dann die Standspeicher eine wichtige Rolle, auf denen dann die Traversen noch einmal zwischengelagert werden. Am Ende erfolgt dann aber das Abrüsten an den Hubsenkstationen. Hier wird im Gegensatz zu den Aufrüststationen zuerst die abgerüstete Leertraverse aufgenommen und dann die Volltraverse mit der Weißware abgelegt. Das Abrüsten und Herrichten für die Auslieferung der fertig verzinkten Ware kann beginnen. Hochentwickelte und ausgereifte Technik am Arbeitsplatz. Vollautomatisierter Arbeitsprozess. Den Mitarbeitern hier bei Obo Bettermann wird es ermöglicht, die in der heutigen Zeit gestellten Aufgaben mit höchsten Anforderungen, was Termine und Qualität betrifft, täglich erfolgreich erfüllen zu können. Wir tragen dazu bei, mit unserem Team und mit unserer Schäffer Kran- und Fördertechnik.